Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nein, einfach streichen möchte ich dieses Jahr 2020 nicht. Auch nicht löschen und auch nicht vergessen. Dieses Jahr gehört zu meiner Lebensgeschichte. Ich möchte es aus Gottes Hand nehmen. Das Jahr war nicht einfach.
So viele Pläne haben wir gemacht und dann immer wieder geändert und letztlich haben wir ganz vieles schweren Herzens abgesagt. Es läuft nicht immer so, wie wir uns das so wünschen. Aber vieles von dem, was wir immer schon gewünscht haben, ist in diesem Jahr eingetreten. Der Ausstoß von klimaschädlichen Gasen hat sich deutlich verringert. Es wurde weniger Auto gefahren. Weihnachten war nicht so aufgeblasen und nicht so stressig. Darüber hatten wir doch immer geklagt. Weihnachten war nicht so überfrachtet. Aber stressig war es dennoch, weil wir immer noch das glänzende Muster der letzten Jahre vor Augen hatten und ständig mit dem Abschied davon kämpfen mussten. In diesem Jahr gab es ein negatives Wirtschaftswachstum. Reden wir nicht seit langem darüber, dass es mit dem Wachstum nicht mehr so weitergeht, dass wir auf Kosten der kommenden Generationen leben, dass wir uns auf Einschränkungen und ein wenig mehr Bescheidenheit einrichten müssen? Geredet wurde viel darüber. Politisch umsetzbar war es nicht, weil es Wählerstimmen gekostet hätte. Immer noch wahren wir den Schein, Wirtschaftswachstum. Diese heilige Kuh scheint unantastbar. Negativ darf es gerade noch sein. Ein Schrumpfen der Wirtschaft auf ein vernünftiges und nachhaltiges Maß scheint nicht mehrheitsfähig. Was Vernunft und Politik nicht umsetzen konnten, hat ein kleines Virus geschafft. Ein kleines Etwas. Winzig, mit bloßem Auge unsichtbar, nicht einmal allein lebensfähig. So verletzlich ist unsere Gesellschaft. Mit den Jahren 1944-45 wurde dieses Jahr verglichen. 1944-45, das war Krieg, Bombenhagel, und Vertreibung. Erst wurden Andersdenkende von den Nazis in Konzentrationslagern ermordet, dann ließen die Russen sie in Speziallagern krepieren. Ermordet wurden sie. Sie bekamen keinen Auflagenbescheid für eine Demonstration. 1944-45. Aus diesen Jahren stammt das Lied von Dietrich Bonhoeffer, das wir gehört haben. Darum wissend, dass er das Gefängnis nicht mehr lebend verlassen wird, dichtete er Weihnachten 44 für seine Familie und Freunde: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Im April 1945 wurde er ermordet. Der Vergleich von 2020 mit dem Kriegsende ist unangemessen. Zusammen noch ein neues Denken.
Diese Verse aus dem Jakobusbrief hören wir jedes Jahr im Gottesdienst zum Jahresbeginn. Wir hörten sie und hörten sie doch nicht. Wir haben über die Verse hinweggehört, weil wir es ja besser wussten. Jeder ist seines Glückes Schmied, dachten wir, und die Zukunft liegt in unserer Hand. 2020 hat uns die Ohren für die Worte des Apostels Jakobus geöffnet. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Was wir wissen ist, dass 2021 kommt. Und wir gehen hinein in das Jahr mit einer neuen Jahreslosung. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Was heißt das eigentlich, Barmherzigkeit? Barm leitet sich von arm ab, was aber ursprünglich nicht einfach besitzlos heißt, sondern vereinsamt, unglücklich. Barmherzigkeit heißt also so viel wie ein Herz für die Hilflosen und Bedürftigen haben. Und damit sind gewiss nicht die gemeint, die 2020 mal nicht dreimal in den Urlaub fliegen konnten. Gott ist in Vorleistung gegangen. Gerade den Hilflosen und Bedürftigen hat sich Jesus zugewandt. An sie sind wir gewiesen im neuen Jahr. Wenn wir mal nicht nur in den Spiegel blicken, sondern aus dem Fenster schauen, werden wir sie entdecken. Aber in diesem Jahr werden wir oft auch schon bei dem Blick in den Spiegel einen hilflosen Menschen sehen.
seid auch mit der barmherzig, die euch da gegenübersteht. In der neuen, immer noch ungewohnten Situation wird die da im Spiegel Fehler machen und euren Ansprüchen nicht genügen. Gebt ihr eine Chance, wie auch Gott jeder und jedem eine Chance gibt. Amen. Lasst uns beten, wie es Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne uns und behüte uns auch in diesem neuen Jahr Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.